Hallo, meine Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen heute hier bei LS22 D-Dream, dem Nostalgie-Projekt im Farming Simulator. Ja, heute wieder oder noch alleine unterwegs. In der nächsten Folge sieht es dann natürlich wieder schon ein bisschen anders aus. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wenn ihr mögt, lasst natürlich auch gerne gleich ein Däumchen da. Oder auch natürlich, wer hier nichts verpassen will und so ein bisschen DDR sehen will, gerne auch ein Abo. Ja, würde ich mich natürlich sehr freuen. Und wir sind hier gerade unterwegs mit dem mit dem W50. Und ich mache mal schnell die Plane runter hinten. So, wartet mal. So. Und Schieber und zack. So. Gut. Gucken wir mal. So. Sieht ja gut aus. So. 6000 Liter. Zu, so. 6000 Liter. Dann fahren wir das halt mal hoch, ja? Zu den Schweinis, meine Lieben. Zu den Schweinis. So, dann würde ich sagen, wenn wir die eine Fuhre gemacht haben, dann geht's mal los, nämlich aufs Feld. Und zwar düngen. Brauchen wir ein bisschen Scheiße. Was bleibt uns anderes übrig? So. Wir fahren außen rum. Ich denke, das sind wir am schnellsten und am einfachsten. So. Ist immer ein bisschen schwierig hier. So, gut. Dann knallen wir mal hoch. Schmeißen das Futter hier rein. Wie gesagt, fahren dann wieder runter, holen uns den ZD. Spannen den vors Fass. Denn das Fass ist ja noch voll. Also vom letzten Mal, das habe ich ja voll hingestellt. Und dann würde ich sagen, spritzen wir mal ein bisschen Gülle aufs Feld. Ich denke, das wird ganz interessant. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir auf alle Fälle erstmal 6000 Liter Schweinefutter drinne. Und füllen das natürlich jetzt erstmal oben auf. So, ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwelche Scheiße baue. So. Ist halt irgendwo irgendwie ein paar Echos sind immer mal drin. Naja, gut, okay. Müssen wir damit leben erstmal. Unsere Modder gucken sich das mal an. So, gut. Fein, fein. Nichts zu tun, oder was? Hä? Was ist? Ja, ne, klar, hab ich doch gesagt. Wow. So, gut.
Ich hoffe, dass die Texturen der Felder wieder werden, weil, wie gesagt, das wird sonst scheiße. Scheiß DevTools. So, gut. Da sind wir angekommen. Also wir haben jetzt in die letzten drei Folgen ganz schön viel zu fahren gehabt, ne? So. Gut. Machen wir mal die Plane auf. Und zack. Jetzt müssen wir mal sehen. Abkippseite links. Ja, das sieht doch ganz schnieke aus, ne? Genau. Gucken wir uns das mal von außen an. Geil, Leute. Geil, geil, geil. So, Proteine, Strom, Wasser, Gülle. Ja, Gülle ist immer noch ein bisschen drin, ne? Oh krass, wir haben wirklich alles mit 1200 weggefahren. Na gut, dann geht's jetzt weiter. Wir lassen die Plane gleich mal auf. Und sobald ich unten am Hof bin, sehen wir uns wieder. Bis gleich, mein Ali, hallo, mein Lieben, wir sind jetzt wieder da. Wir sind jetzt natürlich auch wieder am Hof angekommen. Gut, wir stellen jetzt das Ding mal ab. Ich muss ein bisschen lachen, weil, ja, out of Folge. Ich habe natürlich den Unfall gebaut. Aber gut, ist manchmal so. Ja, wir gehen jetzt noch schnell mal zum ZD. Und hängen wir das Fass an. So. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Streuteller ist soweit, jawohl. Revamp gibt's Probleme. Mhm. So. Eieieiei, da hat er aber jetzt zu kämpfen. Was ist denn da los? Echt, hat er das so zu kämpfen? Wow. Da ist ja irgendwas nicht angeschlossen. So, naja gut, wir probieren es jetzt mal aus. Mal sehen, ob alles klappt, ob alles funktioniert, ob alles geht oder nicht. So, jetzt fahren wir mal ein bisschen in Außenansicht. Finde ich ja geil, ja.
Finde ich ja geil, wie das hier animiert ist, muss ich mal zugeben. Also das ist schon der Hammer ein bisschen. So. Ey, das muss ich mir von außen angucken. Das hat einfach irgendwie was. Geil. Wirklich geil. So, na gut. Dann würde ich sagen, düngen wir das hier mal durch. Wir haben natürlich das Problem, dass wir jetzt wieder hochfahren müssen bis zu den Schweinen. Also das wird natürlich schon eine etwas langwierigere Geschichte, glaube ich, hier. Ist das Ding wirklich so schwer, oder was? Ist ja heftig, Leute. Absolut heftig. So. Wir werden hier nicht umhin kommen, nochmal hochzufahren. Das ist natürlich Mist. Das ist natürlich Mist. Kommen wir nicht drum rum. So. Ja, da kommen wir nicht drum rum, nochmal zu die Schweine hochzufahren. Zu den Schweinen hochzufahren. So, na gut, aber... Sieht alles gut aus schon mal. Na warte mal, dann machen wir das hier unten erstmal fertig. Fahren wir mal zurück. Genau, so los geht's. So eine Schweinerei.
Naja gut, aber wenn das Fass jetzt leer ist, mein Lieben, dann fahren wir erstmal an den Hof zurück. Und gehen erstmal pennen. So. Gehen wir erstmal pennen. Fein, fein, fein. Ah, das ist natürlich eine schöne Sache, muss ich sagen. Also das mit dem Güllefass hier fetzt mir jetzt gerade ein bisschen. Also nicht nur als Erik Felder, das fetzt mir jetzt gerade auch wirklich so. Als Game World. Hat was. Und vor allem hat es eine schöne 3D-Animation. Also das muss man wirklich mal, lassen, den Moddern. Das ist sehr gut gemacht. So. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir das Zeug einfach hier ab. Jo, sieht gut aus. Genau, stellen das Zeug hier ab. Gehen noch pennen ganz schnell. Obwohl, wartet mal, nee. Was wollte ich gleich mal noch sagen? Ah ja, hier, das müssen wir mal noch schnell waschen. Reicht das bisher rüber? Ja, reicht. Das reicht. So, gut. Haben wir das? Haben wir das gewaschen? Jetzt machen wir hier mal noch überall schnell die Tore zu. Ach, seht ihr, und dann wollte ich nochmal schnell auf meinen Zettel gucken, was denn Eier gerade so bringen. Eier, 3339. Wow, okay. Dann gucken wir mal schnell rüber noch, wie viel noch Eier drüben sind. Dann könnten wir die ja im Endeffekt sogar mal rausschmeißen. Tune War LP, moin moin moin. Herzlich willkommen bei mir hier im Stream. So, wir sind gerade in der Folgenaufnahme für YouTube. So. Ah, okay. Also hier hätten wir eine volle. Drüben waren, glaube ich, waren zwei volle oder so. Ich weiß gar nicht genau. Müssen wir die mal auf alle Fälle wegbringen noch. Das wäre, glaube ich, noch ziemlich wichtig. Ne, wir gucken jetzt so schnell noch, was hier da ist an an Eiern. Und dann, meine Lieben, sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Oh, hier sind noch zwei. Ah, das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. Na gut, alles klar. Dann machen wir aber in der nächsten Folge, meine Lieben. Da würde ich sagen, wir sehen uns dann ja beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne das Däumchen da, wenn ihr mögt. Und auch gerne unten ein Abo, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ja, die Laura und der Erik geben Gas hier auf der schwarzen Pumpe. Bis dahin, macht's mal gut. Tschüss und ciao.